Tag schnellste. Thank you.
Das Qualifying ist abgeschlossen und wir können uns auf ein spannendes Rennen morgen freuen. Ihre Top 3 sind Thomas, Vettel und Lewis Hamilton. Das Qualifying ist beendet, jetzt können wir uns aufs Rennen... Das war ein gutes Rennen heute. Wie meinen Sie, ist es gelaufen? Es scheint, als hätten Sie eine tolle Qualifying-Session gehabt. Es muss eine... Sie haben nicht viel Zeit im Training verbracht. Schonen Sie das Auto für das Rennen? Danke für den Kommentar. Okay, das nennt sich wohl erfolgreiches Qualifying. Damit haben wir im Rennen eine gute Chance.2012 schien sich die launische Up-and-Down-Liebesbeziehung. Wir sind so gut wie bereit und so sieht die Startaufstellung für das heutige Rennen aus. Thomas startet aus der Pole-Position und daneben steht Sebastian Vettel. Die Rest... Wegen der Steigung kannst du später in Kurve 1 hineinbremsen. Es ist eine langsame Kurve. Achte also darauf, dir keine Probleme zu machen. Viel Glück!
Okay, wir können ein wenig Abnutzung am Motor erkennen. Seid ihr bewusst, dass wir ab sofort einen Leistungsverlust bemerken werden? Kommissare haben das DRS aktiviert. DRS ist jetzt verfügbar. Rechne mit Leistungsverlust.
ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Das war ein hartes Stück Arbeit. Herzlichen Glückwunsch! Leistung von Ferrari ganz ohne Zweifel. Und Stefan, ich frage mich wirklich, was hier der Unterschied zwischen dem Sieger und der Konkurrenz war. Ich glaube, die Umstände haben heute perfekt zu Ihrem Auto gepasst. Der Wind, die Temperatur der Strecke, einfach alles. Die Autos erwachen erst dann so richtig zum Leben, wenn die Reifen die richtige Temperatur haben. Je leichter man also diese Temperatur halten kann, desto besser verläuft das Rennen für einen. Und genau so ist es gelaufen. Sein Auto hat sich da draußen einfach wohlgefühlt. Und jetzt wird es Zeit fürs Podium. Während die Fahrer herauskommen, sehen wir das wohlbekannte Rot auf dem Weg zur obersten Stufe. Ein fantastischer Sieg für Ferrari. Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Thomas vergrößert den Vorsprung in der Weltmeisterschaft. Sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Kandidat? Ich entscheide mich für Pierre Gasly.
Großartige Leistung da draußen. Ich nehme an, Sie sind zufrieden? Sie konnten heute die Spitzenpositionen ergattern. War es ein einfacher Sieg? Sie sind sicher froh, auf dem Siegertreppchen zu stehen. Nun, es scheint, als hätte sich das Blatt zu Ihren Gunsten gewendet. Zwischen Ihnen und Ihrem Rivalen sah es eine Zeit lang richtig knapp. Danke für den Kommentar. Fantastischer Platz auf dem Podium. Gut gemacht. Und jetzt genauso weiter in der restlichen Saison. Willkommen zurück auf dem Autodromo Hermanos Rodriguez, wo in wenigen Minuten das Qualifying beginnt. Eine Strecke wie diese